Tja, hallöchen, erstmal zum neuen Video. Wie ihr schon gesehen habt, bin ich heute am Tagebau hier in Schwalde. Dieser ist noch voll im Betrieb und hier wird tüchtig die Kohle gefördert. Ja, wie man hier sieht, kommt man da eigentlich nicht richtig ran, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich würde aber keinen raten, das nachzumachen, weil ich hatte mich selber erschrocken. Aber dazu später. Wir fahren jetzt gleich hier die Straße lang und gucken uns noch ein paar andere Orte an. Vielleicht entsteht ja hier bald der Jens Schwalder Ostsee. Hier wird es ja, wenn die Kohle raus ist, auch wieder ein Restloch geben. So, ich bin jetzt circa 500 Meter weiter, aber viel sieht man hier auch noch nicht. Ich bin jetzt noch ein Stück weiter gefahren und habe hier das entdeckt. Was da unter der Plane ist, kann ich aber nicht sagen. Da hinten ist wohl die Spitze der Förderbrücke, da habe ich mal rangezoomt, ein Foto gemacht, das blende ich euch kurz gleich mal ein. Hier haben wir sie nochmal aus einer anderen Perspektive. Bis hier ist der Tagebau noch nicht vorgedrungen. Hier wird noch tüchtig gerodet. Solchen Tagebauen sind da schon einige Dörfer zum Opfer gefallen. Die werden dann einfach platt gemacht, nur um an die Kohle ranzukommen. So, jetzt sind wir direkt an der Tagebaukante. Da geht's mal locker 60-70 Meter steil in die Tiefe. Wenn hier die Erdkante abbricht, da ist man verloren. Da wird man verschüttet und nie wieder gefunden. Aber das ist schon ein toller Blick von hier. Da unten ist dann der Abraumbagger mit Vorderbrücke und der Kohlebagger. Ich bleibe aber hier nicht lange stehen, das ist mir zu gefährlich. Wenn ich hier gesehen wäre und die Security kommt an, dann bin ich dran.
Außerdem bin ich nicht scharf drauf, verschüttet zu werden. So, das war's denn für heute gewesen. Wem der kurze Ausflug gefallen hat, wisst ihr ja mit dem Däumchen, wie das geht. Ich sag dir mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.